Okay. Ja, Kameramann ist auch bereit. Also erstmal herzlichen guten Abend. Schön, dass Sie den Weg in den Philosophischen Salon gefunden haben. Wir haben ja heute schon was Besonderes zu bieten. Denn Dr. Johann Willerichs, kein Unbekannter im Philosophischen Salon. Er war schon mal da und hat vorgetragen über das Thema von seinem damaligen Buch Europa, ja, aber wie viel davon? War auch interessant. Nein. Wohin stolperst du? Wohin stolpert Europa? Recht, das war mal wieder was anderes, ja. Das ist zu viel. Aber es ist doch das Gleiche. viele von Ihnen kennen ihn schon, aber für diejenigen, die ihn noch nicht so kennen, ein paar einführende Worte. Er kommt eigentlich aus der Industrie, war im Management tätig, kann man sagen, bei der Höchst AG damals, im Ausland mehrere, viele Jahre, Jahrzehnte, im Bereich Finanzcontrolling, Kommunikation und Informationsmanagement. Und zwar auf globaler Ebene. Als sich dann die Höchst AG aufgelöst hat, wurde er selbstständig, mehr oder weniger, als Managementberater. Er war dann auch Dozent an der Hochschule, immer zu diesen Themen globales Finanzcontrolling, globales Management von global agierenden Firmen. Er ist oder war Mitherausgeber der angesehenen Zeitschriftenreihe für, wie hieß er nicht mehr wieder? Führung der Wirtschaft. Schriften zur Unternehmensführung, genau, richtig. Angesehenes Journal, hat dort selber veröffentlicht, nicht nur dort, es hat viele Veröffentlichungen, Vorträge gehalten und hat mehrere Bücher geschrieben. Eins hatte ich schon erwähnt, das zweite war über China, auch ein sehr aktuelles Thema. Oder war das erste? Ja, ist egal. Und heute wird er uns erzählen über die Gesichter des Islam. Ein topaktuelles Thema, was eigentlich jeden bewegt und jeder glaubt, damit reden zu können, aber häufig fehlt es doch an den Grundlagen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er uns heute auch etwas über diese Grundlagen erzählt. Das erscheint übrigens auch noch als Buch. Geschrieben ist es schon fertig, aber wird gerade noch was redigiert und gedruckt und alles, was so dazugehört. Also Sie sind heute, gehören heute zu den wenigen, die schon vorab mal etwas über diesen Inhalt erfahren und dann begeistert mitreden können. Aber jetzt lassen wir ihn selber erzählen. Danke. Ja, herzlichen Dank für diese wirklich so positive Begrüßung. Man ist ja richtig verlegen dabei. Meine Damen und Herren, ich würde vielleicht noch etwas ergänzen wollen. Wieso beschäftigt sich eigentlich ein Wirtschaftler mit dem Islam? Und ich kann Ihnen auch beichten, wie das dazu gekommen ist. Da ich nun viel auf Reisen war und auch mit vielen Muslimen zu tun hatte, fängt man natürlich an, darüber nachzudenken, wie denken die, wie funktionieren die. Und dann gab es also diese Geschichte von dem, der Islam gehört zu Deutschland. Und da habe ich mir gesagt, so jetzt fange ich doch mal an, den Koran zu lesen. Und wenn Sie viel Zeit haben und viele freie Abende, dann lesen Sie den Koran und dann werden Sie hinterher sagen, lasst mich in Ruhe oder es ist ein tolles Buch. Ich werde begründen, warum das so schwierig mit dem Koran ist. Und dann hat sich daraus, weil meine Bücher sind im Grunde immer Vorlesungen über ein Thema in notwendiger Breite. Und dann bin ich angefangen, darüber zu schreiben. Und das für mich dann auch Überraschende war, ich bin angefangen, mit dem China-Buch zu fragen, was ist eigentlich los? Innerhalb von 30 Jahren wurde China eine Weltmacht. Dann, was hat Europa inzwischen alles verkehrt gemacht? Und ein Buch ging ja über Euroland und eins über das Thema, wohin stolpert Europa? Und dann, wie gesagt, kam ich auf dieses Islam-Thema und das ist eine tolle Klammer, wenn man das also gegeneinander hält. Und vor allen Dingen, man sieht dabei eines vor dem politischen Hintergrund der heutigen Debatten, und es wird ja sehr viel über den Islam geredet, sind die Grundlagen des Islams kaum bekannt. Jeder redet von der Islam, der Islam, der Islam. Aber wenn man dann mal fragt, was sind das eigentlich für Bilder, die sich damit verbinden,
wenn wir über diese dritte Weltreligion reden wollen, dann wird das doch schon etwas mager. Denn es ist ja auch immer die Frage, was können wir wissen und was müssen wir glauben? Im Grunde haben wir diesen Konflikt zwischen Wissen und Glauben. Und was ich weiß, an das kann ich glauben. Und was ich nicht weiß, das muss ich glauben. Und wenn wir uns dem Islam nähern, dann haben wir das gleiche Problem. Wir stehen wie gegenüber jeder Religion zwischen Wissen und Glauben. Und ich versuche es mal mit der historisch-kritischen Methode, die übrigens vom Islam gar nicht gerne gesehen wird, die aber in der europäischen Geistesgeschichte und auch Religionsgeschichte eine enorme Bedeutung hat. Also zu fragen, was ist zeitbedingt und was ist über die Zeit hinausgreifend. Damit wir in das Thema reinkommen, fange ich ganz kurz mit der vorislamischen Zeit an. Denn wir müssen sehen, in welche Zeit wurde Mohammed hineingeboren, und daraus erklärt sich auch einiges. Wir wissen relativ wenig über die arabische Welt des 6. Jahrhunderts nach Christi, also die Zeit vor der Ausbreitung des Islam, dafür umso mehr aus der islamischen Zeit. Und wenn wir über Zeit und Ort vor dem Islam reden, dann sprechen wir über die südarabische Halbinsel, über das heutige Saudi-Arabien. Bin ich gut zu verstehen oder muss ich lauter sprechen? Damals lebten dort nur Beduinenstämme. Im Nordwesten der arabischen Halbinsel herrschte im 6. Jahrhundert nach Christi Ostrom, das berühmte Byzanz, dem wir sehr viel zu verdanken haben, mit der Metropole Konstantinopel. Damals hieß das ja noch Konstantinopel, die Gründung des Kaiser Konstantins. Aber zu Mohammeds Zeiten herrschte dort der blutrünstige König Herakleios, ein sehr berühmter König, der auch sehr viele Schlachten geschlagen hat und der das Köpfeabschneiden seiner Feinde ausgiebig praktizierte. Es war die damals übliche Methode, sich unbequemer Leute zu entledigen, denn man hatte ja noch keine Gewehre und Pistolen, musste also auf das Messer zurückgreifen. Dann der zweite Rivale und vielleicht auch der Erzrivale des Oströmischen Reiches war das Perserreich, das Reich der Sassaniden oder das Zoroastrische Reich. Zarathustra steckt dahinter. Und diese beiden Reiche im Norden haben sich ständig bekämpft und so stark gegenseitig vernichtet, dass es später für den Islam ein leichtes war, beide Reiche zu erobern. Das muss man also wissen, wenn man sich über die Eroberung unterhält. Und beide Reiche waren eben erschöpft. Dann haben wir die Welt rund um Mekka. Mekka, Mohammeds Geburtsort. Da herrschte Stammesehre und Blutrache. Und nicht nur zwischen den arabischen Stämmen und Familienclans, sondern auch zwischen den sogenannten Städten, die damals ja nicht viel größer waren als ein paar tausend Menschen. Es gab Stammesgottheiten, heilige Stätten, Anbetung von Steinen. Es gab auch einen verklärenden Sternenkult, aber keine Astronomie. Und der Zweck sakraler Handlungen war immer die Erhaltung profaner Vorteile. Es ging immer darum, wie konnte der eine Vorteile aus dem anderen ziehen. Und es gab in der Wüste Arabiens die Stadt Mekka, gebaut als heiliger Ort für das arabische Heidentum, auch für den Mondgott Al-Ilah, so hieß er damals schon, Al-Ilah, der Mondgott. Das Symbol der Mondgottkulte war der Sichelmond, nicht was immer gerne heute erzählt wird, der Halbmond, der Sichelmond. Und den sehen wir auch auf den Fahnen, auf den Minaretten, auf muslimischen Schriften und den Flaggen der Länder, die nach den Gesetzen der Scharia beherrscht werden. Überall taucht dieser Sichelmond Al-Ilah auf.
Dann gab es die Kaaba, der Würfel im Arabischen, war ein heiliger Tempel in Mekka aus vorislamischer Zeit mit dem schwarzen Stein, der vielleicht ein Meteorit war, der einmal weiß war, wie Mohammed sagte, aber schwarz geworden durch die Sünden der Söhne Adams. Der Schlüssel zur Kaaba mit ihren 360 Göttern, die wurden damals angebetet, hatte der Gründer des Stammes der Quraysh, der Stamm Mohammeds. Und der höchste Gott hieß in vorislamischer Zeit Al-Ilah, der Mondgott. Er war ein Hochgott und der erste unter vielen sonstigen Göttern und Göttinnen, die man damals kannte. Und die Anbetung des Mondgottes war die vorherrschende Religion der damaligen arabischen Welt. In dieser Tradition wuchs Mohammed auf. In vorislamischer Zeit, und das ist auch interessant, wurden in Mekka auch Göttinnen verehrt. Etliche Hauptgottheiten waren weiblich. Die Traditionen in Mekka waren matriarchal bestimmt. Aber die patriarchalen Stämme setzten sich im Laufe der Zeit durch, vor allen Dingen in Medina, Mohammeds späterer neuer Umgebung nach seiner Flucht aus Mekka. Und Frauen hatten in Medina im Hintergrund zu bleiben. Und so entstand der Koran eigentlich in den Zeiten des Umbruchs zum Patriarchat. Das muss man auch dabei berücksichtigen. Und es gab Juden und Christen auf der arabischen Halbinsel, die frühen verstreuten Monotheisten, die nur an einen Gott glaubten. Es gab die frühe aramäisch-hebräische Bibel in einer griechischen und einer syrischen Übersetzung. Nun haben wir vielleicht eine Vorstellung von der vorislamischen Welt. Und nun machen wir einen Sprung in die Zeit Mohammeds, in das 7. Jahrhundert, in die Zeit der Gründung dieser neuen Religion. Und da müssen wir uns fragen, was heißt Islam? In eindeutiger Übersetzung heißt Islam Unterwerfung. Unterwerfung unter Gottes im heiligen Koran niedergelegten Willen. Dagegen behauptet das immer wieder vorgetragene zentrale Mantra einiger islamischer Prediger, das Wort Islam hieße Frieden. Diese Interpretation ist aber nur religionspolitisch korrekt im Sinne der politischen Korrektheit. Denn das Wort Frieden heißt im Arabischen Salam. Das Verbalsubstantiv Islam leitet sich aus dem arabischen Verb Aslama ab und bedeutet sich ergeben, unterwerfen, hingeben. Der Muslim ist also der sich Unterwerfende. In zweiter Ableitung heißt dann Islam die Hingabe zu Gott. Und damit hätten wir die von offiziellen Islamvertretern oft und gerne vorgetragene Friedenslegende des Islam geklärt. Der Wille Gottes ist in den islamischen Gesetzen des Koran, Quran, arabisch der Vortrag, festgelegt. Und sie stehen unveränderbar im Koran. Der Islam ist eine Gesetzesreligion, wie übrigens auch die Tora. Und die islamischen Gesetze sind im Koran bis ins Detail als Gebote und Verbote festgeschrieben. Das entspricht in etwa den beiden anderen monotheistischen Gesetzesreligionen, nämlich der Tora mit 613 Geboten und Verboten und im Übrigen auch dem Neuen Testament der Christen, das fast 1000 Geh- und Verbote kennt. Und deren grundlegende Bedeutung und erklärende Konzepte Mohammed übernommen hatte. Die drei heiligen Bücher waren also für Gläubige immer auch Gesetzesbücher. So kennen auch alle drei Religionen den hebräischen Dekalog,
der über allem stehenden 10 Gebote die erste Erklärung der Menschenrechte und Menschenpflichten, die auf 2 Tafeln in der jüdischen Bundeslade stehenden 10 Worte. Nach der Legende wurden sie Moses etwa 1300 vor Christi für die Israeliten nach dem Auszug aus Ägypten auf dem Berg Sinai von Gott übergeben. In Wahrheit sind Gottes Gebote aber wohl sehr viel älter und galten als gottgegebene Weisung, denn schon im Garten Eden gab Gott dem Adam eindeutige Sitze und Gesetze und die Freiheit der Entscheidung. Damit auch die Möglichkeit der Übertretung. Da diese Weisungen aber göttlich waren, waren sie für Könige wie für Bettler in gleicher Weise bindend. Damit wurde der Mensch dem göttlichen Willen unterworfen. So konnte auch Mohammed die Unterwerfung der Muslime unter Gottes Willen zur Legitimation seiner neuen Religion im Koran durchkonstruieren. Nach islamischer Auslegung gehen die 10 Gebote auf den Vater der 3 Religionen, auf den noch älteren Abraham um etwa 1900 vor Christi zurück. Denn nur mit dem auch vom Islam für die Religion beanspruchten Urvater Abraham konnte Mohammed die Gebote des Alten Testaments in das islamische Sittengesetz übernehmen. Da der Islam sich von Ismael, dem in der Wüste ausgesetzten unehelichen Sohn Abrahams, ableitet, greift der Islam zu seiner Rechtfertigung weit in die biblische Geschichte zurück. Denn die Geschichte Abrahams steht in der Bibel schon gleich nach der Geschichte von Kain und Abel und der darauf folgenden Erzählung über die Arche des Noah. Von Adam bis Abraham und weiter bis Mose hatten alle Menschen gesündigt. Und deshalb lobt Gott den Abraham in der Genesis, 1. Buch: Abraham gehorchte meiner Stimme und beachtete meine Vorschriften, meine Gebote und meine Gesetze. Das war das Diktum für Mohammed. Im Koran sind die 10 Gebote verstreut. Vor allem in der Sure 17, also Sure heißt Kapitel, im Kapitel 17. Das liegt an der Struktur des Koran als einer Sammlung von zeitlich unterschiedlichen Einzeloffenbarungen Mohammeds. Darauf komme ich noch zurück. Die Sure 17 wird die Nachtfahrt, aber auch die Kinder Israel genannt. Im Koran ist immer ein Titel, der ein Bild bringt. Also wie gesagt, die Nachtfahrt oder die Kinder Israel. Die Muslime machen das nicht, wie dass sie die Suren durchzählen und dann von der 17. Sure reden. Es fehlen aber im Koran das 2. und das 3. Gebot. In der christlichen Zählung ist das 2. Gebot ein Verbot und sagt ganz klar: Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Muslime werden aber im Gegenteil dazu aufgerufen, den Namen Gottes so oft wie möglich und bei jeder Gelegenheit als Beschwörungsformel herzusagen. Bei Allah, Inshallah, so Allah will, Allahu Akbar, das sind also die bekannten Beschwörungsformeln. Und das führt häufig zum Missbrauch des Namen Gottes in der islamischen Welt. Achten Sie mal bei einer Rede von unserem türkischen Staatspräsidenten, wie viele Male er Anrufe Allahs in der Rede startet. Es ist gezählt worden, 20, 30 Male in einer Rede ruft Erdogan den Allah an. Es fehlt im Koran auch das 3. Gebot, das explizite Sabbatgebot. Du sollst den Feiertag heiligen. Deshalb haben Muslime auch keinen Ruhetag.
Herausgehoben ist im Koran nur das gemeinsame Freitagsgebet. Und es heißt in der Sure 17, dann eilt zum Gedenken Gottes und lasst das Kaufgeschäft ruhen. Da merken wir schon was. Und lasst das Kaufgeschäft ruhen. Das biblische sechste Gebot, du sollst nicht töten, weicht der Koran auf und sagt in Sure 17, und tötet keinen Menschen, den euch Allah verwehrt hat, es sei denn um der Gerechtigkeit willen. Der Koran schränkt also das Recht auf Leben ein und knüpft es an Bedingungen vorliegender Berechtigung. Das werden wir später noch entspannt verfolgen, dieses Thema. Der Islam kennt keine Trennung von Religion und Staat. Die Religion ersetzt auch den noch unbekannten Staat oder muss ihn ersetzen. Denn daher gründet sich die Idee eines Staates im Islam immer auf den Begriff Gottesstaat. Also ohne Gott geht gar nichts. Und nur der Gottesstaat steht im Einklang mit der Religion des Islam. Zur Erklärung: Für die Herrschaft in damaliger Zeit hatte man Könige, Stammesfürsten, Familienclans. Man brauchte keinen Staat. Und die damaligen Reiche waren kein Staat, sondern der Besitz der jeweils Herrschenden. Der Islam bestimmt in seiner Totalität auch die Wirklichkeit der Menschen. Der Muslim hat den islamischen Geboten Folge zu leisten. Allah ist nicht nur der Schöpfer, sondern auch der Richter des Menschen. Das Wort Allah kennt keinen Artikel, keinen der, die, das. So beschreibt sich Allah selbst in der Sure der Einheit, das ist die Sure 112, als Allah der Absolute, der Einzige, der Ewige. Und die Enzyklopädie des Islam sagt zum Begriff Allah: Allah ist Allah und nichts ist ihm gleich. Und wenn wir dazu im Alten Testament, im zweiten Buch, vergleichen Gott Yahweh, ich bin der, ich bin. Ich bin der, der immer da ist. Und da sehen wir, auch das Bild hat Mohammed übernommen. Es ist die Absolutheit des Gottesbildes im Gegensatz zu den unzähligen, mehr oder weniger definierten Götzenbilder der Frühzeit. Das war das Neue. Mohammed lebte in dieser Vielgötterei und hat im Grunde, und ich sage auch gleich, warum das so ist, sich dann auf die alten Bilder der Juden und Christen gestützt. Du sollst dir kein Bildnis machen. Exodus 20. Und wir sehen, das biblische Bilderverbot wird auch vom Islam übernommen. Es bezog sich aber nur auf Bilder von Gott, nicht auf Bilder von Menschen. Aber wer von Ihnen die Moscheen kennt und auch die Schönheit dieser Architekturen bewundert, wird praktisch nirgendwo menschliche Abbilder finden, sondern nur die Abstraktion. Dann gilt ein ähnliches Bild für die Endzeit, für das jüngste Gericht. Und das jüngste Gericht übernimmt der Islam aus den Evangelien, dem Neuen Testament. Dort ist der von Gott berufene Richter Jesus Christus nach Timotheus, Apostelgeschichte und Offenbarung. Es ist die eschatologische, die endzeitliche Vorstellung von einem das Weltgeschehen abschließenden göttlichen Gericht, als das Gericht über alle Lebenden und Toten. Das gleiche Bild taucht dann bei Mohammed wieder auf. In der Tora, den fünf Büchern, gibt es kein jüngstes Gericht, wohl aber bei den Propheten. Deswegen ist auch das nicht richtig, wenn man sagt, die Juden hatten das nicht. Natürlich hatten sie das. Und zwar bei Jesaja, Hesekiel und Daniel. Da stehen die Vorstellungen des jüngsten Gerichts bereits drin.
Im jüngsten Gericht des Islam, das ist die Sure 30, wird sich jeder Muslim mit seinen Taten vor Allah verantworten müssen. Im jüngsten Gericht wird jeder Muslim nach seinem Glauben und seinem Tun beurteilt werden. Denn Glauben und das rechte Tun sind Voraussetzungen für den Eingang ins Paradies. Und das Paradies, Chama, das ist ein Bild, das sich durch viele, viele Suren durchzieht. Zum rechten Tun, das ja auch zum Glauben gehört, gehören die fünf Säulen des Islam, deren Befolgung für jeden Muslim ab der Pubertät verpflichtend ist. Und die fünf Säulen führe ich Ihnen ganz kurz vor. Erste Säule, das Glaubensbekenntnis, die Shahada. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Glaubensbekenntnis. Das Fasten im Monat Ramadan, 30-tägiges Fasten im 9. Monat des islamischen Mondjahres, und damit ändert sich auch jährlich die Fastenzeit. Fasten liegt zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Eine Pflicht, eine Säule des Islam. Dann die jährliche Sozialabgabe der Almosen oder das Zakat, 2,5% des Überschusses. Mehr nicht. Und die vierte Säule sind die rituellen fünftäglichen Pflichtgebete. Die Gebete müssen nicht in der Moschee verrichtet werden. Es genügt, wie es im Text heißt, ein sauberes Plätzchen in Richtung Mekka. Aber die Einhaltung der rituellen Waschungen, der Kleidung, der Gebetstexte und das Niederwerfen auf die Knie, das zweimalige, und den Kopf bis zum Boden, auch zweimal, ist eine Pflicht. Das hat Mohammed übrigens von den Chinesen abgeguckt, das ist der Kotau der Chinesen, als das Zeichen der absoluten Unterwerfung. Nur wird das im Islam Kopf auf den Boden zweimal gemacht, weil der Mensch zweimal die Erde berührt. Einmal, wenn er kommt und einmal, wenn er geht. Das steckt dann dahinter. Und die fünfte Säule ist die Wallfahrt nach Mekka, der Hadsch. Einmal im Leben des Muslims im Pilgermonat, der dem Opferfest folgt, muss er nach Mekka, dem heiligen Geburtsort Mohammeds. Auch bei Einhaltung der Gebote der fünf Säulen des Islam bleibt die Unsicherheit, ob der Einzelne damit schon das Wohlgefallen Gottes erlangt hat und ins Paradies eingehen darf. Da aber niemand weiß, ob seine guten Taten vor Gott und beim jüngsten Gericht ausreichen, bleibt die Ungewissheit. Gott lässt sich nicht festlegen und auf die Errettung eines bestimmten Menschen am jüngsten Tag durch dessen Tun einzugehen. Gute und schlechte Taten kommen auf eine Waage in der Sure 101. Der Pochenden wird das also sehr, sehr schön alles beschrieben. Gottes Barmherzigkeit ist keine Zusage für den einzelnen Sünder. Der einzig sichere Weg ins Paradies führt über den Märtyrertod. Im Dschihad, dem heiligen Krieg, im kämpferischen Einsatz für Allah und den Islam. Kommt uns sehr modern vor. Wer im Kampf für den Glauben stirbt, dem sagt der Koran den unmittelbaren Zugang zum Paradies zu. Sure 2. Und wenn ihr die Ungläubigen trifft, das war dann das totale Feindbild, dann sagt die Sure 47, dann herunter mit dem Haupt, bis ihr ein Gemetzel unter ihnen angerichtet habt. Und ebenfalls in der Sure 47 geht es dann weiter. Und einführen wird Allah sie, also die Dschihadisten, ins Paradies, das er ihnen zu wissen getan.
Der Märtyrertod ist immer der Tod des Einzelnen, des Kämpfers für Allah und im Einsatz für Allah gegen die Ungläubigen. Also auch der Islam braucht einen Feind. Ohne Feind konnte man nichts anfangen. Der Märtyrer ist ein Muslim, der als Zeuge für seinen Glauben bei Ausübung seiner Religion im Krieg oder als Folge eines Anschlags getötet wird. Er geht direkt und rein ins Paradies ein. Das Martyrium ist eine Gnade, die Allah gewährt. Und erklärte Gegner aller gläubigen Muslime sind die Ungläubigen. Das Thema wird uns noch sehr beschäftigen. Nur wenige Zitate zum Kampf gegen die Ungläubigen. Kämpft gegen die, die nicht an Gott glauben und auch nicht an den jüngsten Tag und die, die nicht der Religion der Wahrheit angehören, also dem Islam, bis sie erniedrigt den Tribut aus der Hand entrichten. Das kommt später dann in den ganzen Eroberungszügen immer wieder, dieser Tribut. Sure 2, tötet sie, wo immer ihr sie antrifft. Eiserne Keulen sind für sie bestimmt. Sure 22. Es gibt im Koran über 200 ähnliche Verse. Jede Sure ist wieder in diverse Verse untergliedert, die sich mit Strafen gegen Nicht-Muslime, also gegen die Ungläubigen, richten. Und freundlicher zu den Ungläubigen ist nur die Sure 16. Rufet auf zum Wege deines Herrn mit Weisheit und mit schöner Predigt und streite mit ihnen auf gute Weise. Wie so etwas hineinrutscht, werde ich gleich erklären. Tendenz ist also ganz klar, es gibt sehr viele dunkle Aussagen im Koran, gewaltbetonte und nur wenige helle Suren. Dann müssen wir eben noch schauen auf die sogenannten Schutzbefohlen. Der Islam kennt die Rechtsfigur der Dhimma. Die Dhimma ist ein Schutzvertrag für Nicht-Muslime, aber es ist nur eine Obhut mit Zahlungsverpflichtung. Die Dhimmi waren in islamischer Rechtstradition die Monotheisten, also die Besitzer der Schrift, die Juden und die Christen und eben die Zoroastrier, also die an Zarathustra glaubten, die wurden geduldet und geschützt, nicht mehr. Aber sie waren nur Schutzbefohlene. Alle Menschen, die weder Muslime noch Dhimmi waren, wurden als Arbi, dem Kriege zugehörig, bezeichnet, als Völker, mit denen sich das Haus des Islam im Krieg befand. Durchaus modern. Dhimmi durften keinen Turban tragen, denn der Turban ist für Araber ein Zeichen der Ehre. Und Ibn Abbas, einer der Rechtsgelehrten, schreibt, es gibt 6 Religionen. Eine, der Islam, ist für den barmherzigen Gott bestimmt, die 5 anderen sind des Teufels. Und Sure 2 sagt, und verdunkelt nicht die Wahrheit mit Lug und Trug, wird ausgelegt, vermischt nicht den Islam mit dem Judentum und dem Christentum. Und in extenso dann getrieben, und beschäftigt euch nicht im freundlichen Sinne mit Juden und Christen. Für eroberte Gebiete galt, sich unterwerfen und den Islam annehmen oder als Dhimmi den Tribut zahlen. Bei Verweigerung der Unterwerfung Tötung. Das ist der Islam. So, meine Damen und Herren, und jetzt müssen wir uns mit Mohammed beschäftigen. Mohammed gilt nach islamischer Lehre als der bedeutendste und der letzte Prophet der Geschichte, Sure 33. Seine Vorgänger, und nun wird es wieder spannend,
wird auch aufgezählt, seine Vorgänger waren nach dem Koran Adam, Noah, Abraham, Jakob, Mose, Josef, Hiob, Saul, David, Salomo, Johannes der Täufer und Jesus. Jesus Christus, ein das Kommen Mohammeds ankündigender Prophet. So wird es im Koran behauptet. In der Bibel steht davon nichts. Dass Jesus Christus das Kommen des Heiligen Geistes ankündigt, wird vom Islam nicht anerkannt. Nach Johannes 15 sagt Jesus sehr klar: Wenn aber der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden werde, vom Vater, der Geist der Wahrheit, das ist der Heilige Geist, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugen von mir. In christlicher Lehre ist der angekündigte Tröster also eindeutig der Heilige Geist und der Geist der Wahrheit, nicht aber Mohammed. All diese vom Islam vereinnahmten prophetischen Vorgänger Mohammeds waren nach muslimischer Lehre schon die Verkünder des Islam, die immer wieder die gleiche islamische Botschaft aussandten, nur hielten sich die Menschen nicht daran. Sie schlugen die Ermahnung der Propheten in den Wind und wandten sich erneut ihrem Götzendienst zu. Und dann schickte Gott nach dem Islam wieder einen, den letzten Propheten, Mohammed, der nun den reinen Islam verkündete, die Wahrheit, die letzte Offenbarung Gottes für die Menschheit, jene Offenbarung, die alle Menschen zur Unterwerfung unter den einzigen allmächtigen Gott zurückrief, nach dem Islam, also die Vollendung der Geschichte von Gott. Nach dem Koran haben auch die Christen die ursprünglich an sie ergangene Botschaft verfälscht, indem sie Jesus zu Gott oder Gottes Sohn, Maria zur Mutter Gottes erklärt haben. Und so interpretiert der Koran den christlichen Glauben an die Trinität und prangert die Trinität ebenso an wie die Anbetung von Jesus und seiner Mutter Maria. Sure 5, kann man alles nachlesen. Die Trinität, die Dreifaltigkeit oder Dreieinigkeit, dass Gott den Christen auf drei verschiedene Weise erschienen ist, nämlich als Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wird vom Koran radikal abgelehnt. Im Monotheismus hätte die Vorstellung einer Trinität, also einer Dreifaltigkeit, des göttlichen Wesens keinen Platz. Die gleiche ablehnende Haltung zur Trinität wird auch den Juden in der Tora unterstellt, ist aber nicht der Fall, wenn man es genau liest. Folglich rückt der Koran die Christen in die Nähe der Ungläubigen. Wahrlich, und nun kommt wieder die Sure 5, wahrlich ungläubig sind diejenigen, die sagen, Allah ist der Dritte von Dreien, Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und wir Muslime sagen, es ist kein Gott da, außer einem einzigen Gott. Hierhinter steckt natürlich die gesamte Rechtfertigungslehre Mohammeds für seinen Koran und seine Auffassung. Aber das muss man eben verstehen, warum das so ist. Das Leben Mohammeds will ich ein bisschen kürzer behandeln, aber das ist unwahrscheinlich spannend. Man weiß relativ viel darüber. Nach der islamischen Überlieferung fand die erste Offenbarung in einer Höhle im Berg Hira, nordöstlich von Mekka, statt. Und diese erste Offenbarung ist die Sure 96, also nicht die Sure 1, wie wir annehmen würden, die Sure 96. Ich erkläre gleich, warum das so ist. Das geronnene Blut heißt diese Sure. Und ich lese sie vor. Sie besteht nur aus 5 Versen. Lies. Im Namen deines Herrn, der erschuf, den Menschen aus geronnenem Blut. Lies, denn dein Herr ist allgütig, der die Feder gelehrt, gelehrt den Menschen, was er nicht gewusst. Das klingt alles noch schön und sehr spirituell und sehr einladend.
Der Sprecher dieser Sure ist wie überall im Koran der Erzengel Gabriel. Der Hintergrund dazu: Mohammed wurde 570 nach Christi in Mekka geboren, wurde früh vollweise, sein Vater starb wahrscheinlich schon vor der Geburt, dann kam er zu seinem Großvater und anschließend zu seinem Onkel, als vollweise wurde er herumgereicht. Da angenommen wird, dass Mohammed weder lesen noch schreiben konnte, glauben die Muslime, dass der Erzengel Gabriel ihm den Befehl gab, das ihm Offenbarte vorzutragen. Koran heißt Vortrag, vorzutragen, zu rezitieren. Und erst im relativ hohen Alter von 40 Jahren bekam er seine ersten Visionen. Zu Beginn seiner Lehre, die er sowohl im Geheimen als auch in der Öffentlichkeit predigte, hatten seine wichtigen Stammesvertreter der Quraysh noch keinen ausgeprägten Widerstand gegen seine Lehre vom einzigen Gott, den er Allah nannte, aber nur am Anfang. Und die damaligen Stammesgenossen kannten natürlich diese monotheistische Lehre von den Juden und den Christen, die ihm ja auch bekannt waren. Mohammed hoffte zu Beginn seiner Missionstätigkeit, dass sich die Juden und Christen als Monotheisten seiner Religion anschließen würden. Das taten sie aber nicht. Und darin liegt eine der Wurzeln des späteren Hasses auf die Un- oder Andersgläubigen, der dann besonders in den medinischen Suren zum Ausdruck kommt. Zu seinem religiösen Vortrag wird in der Überlieferung weitergesagt: Nach jeder neuen Offenbarung versammelte der Prophet seine Gemeinde um sich und die neuen Verse wurden auswendig gelernt. Eine Veränderung war nicht möglich. Mohammed wachte darüber, dass jede neue Offenbarung von 20 verantwortlichen Schreibern dort eingefügt wurde, wo Allah es ihm über den Engel Gabriel aufgetragen hatte. Der Prophet wurde also aufgefordert, die niedergeschriebenen Texte zu rezitieren. Nur er konnte sie nicht schreiben. Entsprechend dem Fortschritt der Offenbarung hätte der Koran also wie eine lose Blattsammlung existiert, die erst nach dem Tod Mohammeds in Buchform zusammengefasst wurde, was dann auch geschah. Der Götzenglaube unter den Beduinenstämmen Arabiens war im 6. Jahrhundert der Glaube an diverse Gottheiten, die man durch Tieropfer gnädig stimmen musste. Und wenn man sich dann noch die Gesellschaft Mohammeds anguckt, die bestand aus Händlern, Handwerkern, Räubern, Berufskriegern, Kamelzüchtern, Karawanenführern, Seeherren, Scharlatanen, Schamanen und Ziegenhirten. Das bildete das berufliche Umfeld der frühen Araber. Juden, Christen, Aramäer und Jesiden verkündeten die unterschiedlichsten Glaubenslehren, im Kern aber monotheistische Religionsbilder. Und das war in etwa die kleine Welt, in die Mohammed hineingeboren wurde. Ein flimmerndes, irritierendes, wirres durch, mit und gegeneinander unterschiedlichster religiöser Vorstellungen. Keine friedliche Welt. Mit 25 Jahren heiratete Mohammed die etwa 15 Jahre ältere Kaufmannswitwe aus Mekka, Hadisha. Hadisha war die Erbin einer Karawanserei und machte Mohammed zum Teilhaber ihrer Handelsgeschäfte. Mohammed führte in ihrem Auftrag Karawanen nach Syrien, nach Damaskus und erlebte dort natürlich die Christenheit. Hadisha brachte nicht nur viel Geld mit, sondern sie wurde Mohammeds erste Anhängerin. Sie bestärkte ihn auch darin, dass seine Eindrücke und Botschaften, die er im Alter von etwa 40 Jahren in der Höhle Hira bei seinen Meditationen erhielt, nicht die Zeichen von Besessenheit waren.
wie Mohammed übrigens selbst annahm, sondern dass es die Botschaften von Gott wären. Nach seinen ersten Offenbarungen sei sie zu ihrem Cousin Baraka, einem mit den Heiligen Schriften vertrauten Christen, gelaufen, der ihr bestätigte, dass Mohammed der erwartete Prophet seines Volkes sei. So berichten es die Hadithen. Auf die Hadithen komme ich später zurück. Das ist die Tradition. Und seine Frau Hadisha interpretierte die gehörten Stimmen auch als Mahnungen zur Umkehr und als Warnungen vor dem jüngsten Gericht. Hadisha war also an der Religionsstiftung des Islam maßgeblich beteiligt. Und nun wird es natürlich spannend, denn Mohammed war mit der Einsicht in seine Besessenheit durchaus auf dem Wege der Erkenntnis. Nur wusste man das damals noch nicht. Die moderne Medizin kennt das Krankheitsbild des Stimmenhörens als psychotische Symptome eines durch übermäßigen Dopaminausschüttung extrem aktiven Hirnstoffwechsels. Die Stimmen selbst sind reale Projektionen erlebter Kommunikation. Fantasien, Allegorien, Visionen und Realitäten mischen sich zu einem Bild gehörter Stimmen im Hirn des Psychopathen. So wird uns auch klar, wer der Erzengel Gabriel war. Später, so der Koran und die Überlieferung, erhielt Mohammed die Gewissheit, dass es dann doch der Erzengel Gabriel war, der zu ihm gesprochen und ihn aufgefordert habe, als Prophet seinem Volk die Offenbarungen Gottes vorzutragen. Mohammed wandte sich mit der Botschaft des einzigen allmächtigen Gottes, des Schöpfers der Himmel und der Erde, etwa ab 610, also erst sehr viel später, an seine Stammesgenossen, die Quraisch in Mekka. Bis 622 gewann er aber nur wenige Anhänger in seiner Heimatstadt Mekka. Er erntete Spott, Ablehnung, Verfolgung und offene Feindschaft, denn er trat zu aggressiv gegen den Götzenkult in seiner Heimatstadt auf und verdarb seinen Stammesgenossen das Geschäft, denn die lebten von den Pilgern, die dort die 300 verschiedenen Gottheiten anbeteten und ihr Geld dort ließen oder es sich abnehmen lassen. Angeblich, das meinte er, er träte zu aggressiv gegen den Götzenkult und in seiner Heimatstadt auf. Als seine Anhänger, die alten Götter und deren Vertreter, ihn zu bekämpfen begannen, kam es dann zum endgültigen Bruch zwischen Mohammed und seinem Stamm. Aber man muss eben wissen, dahinter steckte das Geschäftsmodell, das er verdarb. Völlig klar, seine Stammesgenossen waren auf ihn richtig böse. So, und hatten ihn das auch merken lassen? Und dann floh Mohammed im Herbst 622 mit einer kleinen Anhängerschar nach Medina. Medina, hatten wir ja schon im Eingang gesagt, ist eine patriarchalische Gesellschaft mit Juden und Christen übrigens. Und bei dieser Hijra, der Auswanderung, damit beginnt dann auch die muslimische Zeitrechnung mit dem Jahre Null. Die Moslems befinden sich also im Vergleich zum gregorianischen heutigen Jahr 2017 nach Christus in ihrem islamischen Jahr 1395. Kalendarisch leben sie 622 Jahre hinter unserer Zeit. Das musste ich aus meinem Buch rausstreichen, das wollten die nicht hören. In Medina lebten nicht nur mehrere arabische Stämme, sondern vor allem eben Christen und drei jüdische Stämme. Mohammed kam damit im Gegensatz zur Situation in Mekka in eine patriarchal geprägte Gemeinschaft. Er wurde sehr schnell militärischer und religiöser Führer
seiner rasch wachsenden Gemeinde. Er führte seine Anhänger in mehrere Schlachten gegen drei jüdische Stämme innerhalb Medinas, die er fast komplett vernichtete. Er bekämpfte die arabischen Stämme in und um Medina und nach 622 soll er nach arabischer Zählung 27 brutale Feldzüge selbst durchgeführt haben und ließ 47 Beute und Eroberungszüge durch seine Getreuen durchführen. Alles sehr friedlich. Die Gemeinschaft der Muslime war der Sieger. Mohammed wurde nicht nur Herrscher in Medina, sondern wurde zum Machtfaktor des gesamten Umlandes. Er zog nun als Herrscher erneut in Mekka ein, konnte seine Pilgerreise zur Kaaba, dem schon in vorislamischer Zeit verehrten heiligen Ort der Mekka, abschließen. Und bis zu seinem Tod im Jahre 632 nach Christi erhielt er Offenbarungen zu den verschiedenen erst nach seinem Tod im Koran schriftlich niedergelegten universellen Themen des Islam. So, nun müssen wir auf den Koran gucken. Das ist aus mehrfachen Gründen sehr spannend, weil durch den Koran gehen verschiedene Schichten durch. Und zwar sind es Schichten, die in Abhängigkeit von den Lebensphasen, Absichten und Erlebnissen des Propheten stehen und sich ändern, auch in den Tonlagen des Korans. Und erklären sind hier sieben Phasen, die man vielleicht ganz gut herausarbeiten kann. Und ich bringe sie mal in aller Kürze. In der ersten Phase, in den meditativen, eines dieser Suren haben wir gehört, in den meditativen mekkanischen, so nennt man die auch, die mekkanischen Suren, möchte Mohammed als Prophet gehört und anerkannt werden. Da geht es also um die Selbstvorstellung. Er will bekannt werden. Mit der einführenden, zweite Phase, mit der einführenden Idee des Monotheismus stellt sich Mohammed noch nicht gegen den damaligen Polytheismus seines Stammes in Mekka. Er wehrt sich aber gegen den Vorwurf, er habe die Offenbarungen von den jüdisch-christlichen Schriftbesetzern übernommen, was ja wohl der Fall war. Deswegen brauchte er den Erzengel Gabriel. Die dritte Phase. Da die Mekkaner seine Botschaft nicht annehmen, predigt er jetzt gegen die Ungläubigen. Das sind dann für ihn die Ungläubigen. Und wenn Gott die Ungläubigen hasst, kann ein gläubiger Muslim sie nicht anerkennen. Da kommt wieder die Verdrehung. Von seinen Stammesgenossen enttäuscht, das ist die vierte Phase, geht Mohammed nach Medina. Und er hofft sich dort die Anerkennung und Unterstützung der monotheistischen Juden und Christen. In dieser frühen Zeit in Medina nimmt Mohammed weiter Rituale und Gedanken der Juden und Christen auf. Er preist das Zusammenleben der Religionen. Das ist also eine Abwenden von der Arabisierung. Die fünfte Phase, die Annäherung an die Monotheisten misslingt. Und er sieht die Schriftbesitzer als Konkurrenz, als Gefahr für seine Ideen und sie werden damit zu Ungläubigen. Ganz einfach. Sechstens, die sechste Phase. Mohammeds Konzept eines multireligiösen Medina scheitert an der Ablehnung seiner politischen Ambitionen durch Juden und Christen. Er verübt jetzt die Massaker am jüdischen Stamm der Banu Quraiza und vertreibt die überlebenden Juden mit Gewalt. Im Koran wird die Verfolgung legitimiert. Und die siebte Phase, die späten medinischen Suren, vor allem Sure 9, rufen zum Krieg gegen alle Ungläubigen auf. Mekka wird im Dschihad erobert und die heidnischen Götter vor der Kaaba zerstört. Friedensverträge werden gekündigt
und die Stämme Arabiens in Schrecken versetzt. In diesem Phasenablauf, dieser 7 Phasen, wird deutlich, dass die Suren des Koran bei entsprechender zeitlicher Zuordnung die politisch-religiösen Verhältnisse und Mohammeds Reaktion darauf im Kontext abbilden. Gleiches gilt auch für seine Anpassungsfähigkeit an die jeweilige gesellschaftliche Situation und für die Kraft, die neue Religion auch gegen die Widerstände der geistig verwandten Schriftbesitzer durchzusetzen. Und sei es mit Gewalt. So gesehen ist der Koran ein zeitgenössisches Geschichtsbuch. Er lebt in und aus der Zeit des 7. Jahrhunderts und nicht im 21. Jahrhundert. Nun ein Wort zu dieser paradoxen Kommunikation. Im Verfolgungsindex von Open Doors, der heute die radikalsten Verfolgerländer für Christen auflistet, belegen 40 islamische Staaten die vorderen Plätze. Auch im Korruptionsindex der UNO liegen die islamischen Länder auf den ersten Plätzen. Dazu gehört die Unfähigkeit des Islam zur Selbstkritik und zur Selbsterkenntnis, sowie ein ständiges Beleidigtsein und ein sich oft in der Opferrolle fühlen. Auch hapert es an der Toleranz. Gerne wird von Muslimen als eigener Toleranzbeweis die medinische Sure 2, das steht also wieder vorne, Medina geht nach vorne, Sure 2, zitiert. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Und es geht um dieses im Glauben. Ich habe dann mal verglichen die Koranübersetzung der Ahmadiyya von Pareto, von Rasul und von Henning. Alle kommen sie zu dem gleichen Ergebnis. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Und diese Aussage gilt nach Vers 256 der Sure nur für Muslime. Das heißt, im praktizierten islamischen Glauben gibt es keinen Zwang. Gott will es euch zum Beispiel beim Fasten im Ramadan ein bisschen leichter machen zu glauben. Es heißt aber in diesem Vers 256 nicht, es gibt keinen Zwang zum Glauben. Nur dann könnte man eine gewisse Toleranz ableiten. Die Duldung anderer Religionen wird in dieser Sure 2 überhaupt nicht angesprochen. Außerdem wird die behauptete Toleranz, die Glaubensfreiheit, in der medinischen Sure 4, heißt die Weiber, ohnehin wieder ausgeschlossen. Und da heißt es, und wenn sie, die Ungläubigen, sich abwenden und eurer Aufforderung zum Glauben Allah kein Gehör schenken, dann greift sie und tötet sie, wo immer ihr sie findet. Nun, Entschuldigung. Ja? Ganz kurze Frage, ich weiß jetzt nicht, wie der weitere Ablauf ist, aber ich befürchte, wir überfordern momentan so ein bisschen die geistige Aufmerksamkeit. Ja. So viele Informationen. Das dauert, glaube ich, nicht mehr lange, oder? Nein. Okay. Wir haben gesagt, wir machen die Diskussion zum Schluss. Sonst hätte ich nämlich eine kurze Pause mal vorgeschlagen. Ja, sonst machen wir jetzt eine Pause. Ich bin da ganz flexibel. Ja, wenn das möglich wäre. Das aber ja, wir haben die Stunde erfüllt. Ja, wir machen eine kleine Pause, denn das Spannende kommt ja erst. Ja, genau. Ja.